Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS17 auf der LBG Schwarze Pumpe 1988 mit dem Tom, Mike und Freezy. Hallo. Hallo. Moin. So, ihr Bobbeles, das Feld ist abgeerntet, der Raps liegt im Lager und jetzt müsste mal noch einer den Drescher zurückfahren, da habe ich nämlich echt keinen Bock drauf. Oder mach ich das auch noch? Ach komm, ich mach das auch noch. Sonst krieg ich wieder rangeriese, dass ihr sammelt echt immer noch die Strohballen ein? Ja, es liegt immer noch jede Menge Stroh hier rum. Aber ich denke, das ist weg, wenn es regnet, von daher. Ja, es regnet ja noch nicht wirklich. Es fängt jetzt aber an, es wird diesig. Ja, ich würde gerade sagen, es wird diesig. Aber macht das Sinn, die Dinger aufzusammeln, Tom? Ach, der Server läuft sauber, wenn die verschwunden sind. Ja, aber die sind doch gleich verschwunden, wenn es regnet. Ja, das dauert aber noch einen Moment. Die lösen sich ja erst während des Regens auf. Du bringst sie noch ein bisschen Nutzen. Was hatten wir mit denen gemacht? Du kannst die in die Produktionszweige schaffen oder in Komposter oder in Schnellsolierer. Okay. Oder wir grubbern den Rest einfach runter. Ja. Hatten wir einen Schneidwerkswagen? Ich glaube da oben. Ja, die standen ja. Unten an dem Feld oder oben am Feld. Als wird's echt diesig, Alter. Wie geil ist das denn? Ey, kriege ich ein zweites Fass an das Fortschrittfass? Also kann ich gucken, ob eine Kupplung hinten dran ist. Da ist, aber ich fahr trotzdem gehen. Also noch mal das müsste kaufen. Gehen, ja. Wir haben 30.000. Ich weiß nicht, was das kostet. Ja, dann scheiß mal drauf. Was kostet's denn? Ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Nee, aber wir haben 29.000 auf der Kante. Mit Ehen kommen wir eigentlich da lieber zweimal fahren, weil es tut nach 2-3 Stunden durch regnen. Da müssen wir so eine Art mal vorspulen. Oh, der also Drescher. Finden. Oder warte mal. Also das Schneidwerk hier drauf kriegen auf den Schneidwerkswagen ist echt nicht easy mit dem. Kann ich mit dem Universal Diesel Tank überladen? Also kann ich damit zum Beispiel die. Nee, Diesel nicht, da brauchst du den speziellen Diesel Trailer von Kotte. Okay. Der steht oben in der Rapsraffinerie. Würde mal bitte jemand den Drescher mit den zweiten Drescher mit mir runterfahren? Ja. Mach ich. Welchen bist du drin? In dem, wo ich drin sitze. Oh. Der andere steht dahinter. Der steht direkt dahinter, der andere. Ja, und jetzt weiß ich schon, wenn du sagst, der da dahinter steht, dann konnte ich ja auch in den richtigen reinswitchen. Nein, den anderen kannst du eh nicht reinswitchen, der steht. So, Tom, komm, heute darfst du mal vorne wegfahren. Da stand aber nicht drin, hier sitze ich, wenn ich mich wieder durchs Menü switch. Ja, aber du landest da automatisch in dem, wo keiner drin sitzt. Ja, aber auf der Übersichtskarte tut ja der grüne Ring drum leuchten. Wo du sagtest, der hintere, da wusste ich, welchen so. Du meinst. So, gut, Drescher wieder rein. Haben wir noch ein Feld oder ist jetzt alles runter? Nee, da kommt auch noch eins. Aber erst nach dem Regen. Ja, aber ist jetzt aktuell noch ein Feld? Nein. Nee, gar nichts, oder? Das ist gut. Also ist jetzt steht jetzt nur noch das maximal Streu einsammeln beziehungsweise ja. Streu einsammeln und nachher die Rüben und die Kartoffeln standen doch, Mike, glaube ich, auch schon auf Amt. Oh, ne? Wisst ihr, was ich da mache, wenn es regnet? Da bleibe ich mal einen Tag zu Hause, spiele LS. Das klingt vernünftig. Ja. Nein, die Zuckerrüben und Kartoffeln kannst du auch nicht bei Regen ernten. Ja. Echt nicht? Nein. Dann müssen wir den doch ja in den Forst schicken, ja? Damit wir nicht los sind. Ja, kann ein bisschen mit dem LP19 rumputschern. Was ist? Nix. So. Ich gedacht, ich hätte jetzt mein Wasserfass am Hof stehen lassen, weil er so gelacht hat. Da muss ich erstmal da gucken, ey, wo ich die Luft habe. Oh. Es hat gedonnert. Gleich geht der Regen los. Das waren die Zwiebeln. So, was ist denn hier mit unserer Obstbude? Die läuft auch nicht mehr. Warte mal, da fehlt doch was, oder? Bestimmt die Gärreste. Hier fehlen Kompost.
Ja, deswegen haben wir doch schon die ganze Zeit was im Komposter geschafft. Ja, gut, dass Freezy damit draußen sind und so auf der Karte rumfährt. Easy hatte doch vorhin Kompost dran. Ja, und wo hast du den hingebracht, Freezy? Mein Salat. Sein Salat. Seht ihr, und das meine ich. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, das meine ich. Sinnlos. Ach ja, wenigstens ist es im Drescher warm. Wir haben heute den Dachkasten gestrichen bei diesem Dreckswetter, ey. Das war nicht so cool. Schön, dass euch das interessiert. Weil am Mittwoch kommt der Edelputz aufs Haus. Es wurde zur Kenntnis genommen. Ja, danke. Sag mal, Tom, komm mal hier rein. Guck doch mal, wie leer unser Hof ist. Die ganze Wahl. Wo steckst du denn, Freezy? Ach ja, bei deinem Green. Ich kann, hier kein Wasser überladen. Der macht zwar, der fängt an, das Geräusch zu machen, aber passiert nichts. Ah, ist wieder so typisch. Es regnet. Yeah, es regnet. Verschwindet? Sieht man das Stroh jetzt schon verschwinden? Muss ich mal blöd fragen. Freezy, das Wasser ist randvoll. Da kannst du noch lange versuchen, was reinzuschmeißen, wenn hier 100% Füllstand ist. Wieso ist denn hier Wasser drin? Ja, warum nicht? So, hier liegt ein Anhänger mit Ballen. Was macht denn der Anhänger mit Ballen hier? Warum liegt denn der hier rum? Ja, das haben wir uns auch gefragt, wo wir auf die Map gekommen sind. Was ihr da als letztes gemacht habt. Ich habe als letztes geerntet. Wieso liegt denn hier ein Anhänger mit Ballen? Wir wissen nicht, wer den Ursus da unten so kultiviert geparkt hat. Oh, der Anhänger hat wieder überhaupt... Ich habe schon wieder hingestellt, aber den Anhänger ging nicht. Ja, der hat keine Kolli. Habe ich ja jetzt nicht Hier ist ja schon Diesel alles da. Ja, wir haben doch gesagt, ihr spielt das Safe Game von uns vom Server weiter. Aber wer hat das denn da reingetan? Ja, du hast Mike. Ihr spielt das Safe Game vom Server weiter. Von unserem Server. So, ja, weil ich hab dich letztens gefragt, da hast du gesagt, ihr macht das nicht. Da muss doch alles hin. Hänger steht wieder. Egal, muss irgendwo Wasser hin? So, jetzt verschwindet langsam das Stroh, sagt ihr, ja? Ja, das dauert ein bisschen und dann siehst du richtig nach, wie die Lücken drin sind. In den Strohspaten. Ist ja auch noch ein Anhänger. Wollen wir die Geräte mal alle zum Hof einfahren langsam, oder? Ich glaube, es würde Sinn machen. Ja, hier oben bei dem Feld 22 gegenüber von der LWG-Einfahrt steht ein HW-80-Hänger. Ganz alleine. Ich fahre jetzt erstmal hier den Ursus mit den zwei Anhängern runter und dann steht hier noch die Ballenpresse, die müsste noch abgeholt werden. Aber wenn die nicht gekauft ist, kann die ja zurückgegeben werden. War die nicht gekauft? Ich weiß es nicht. Brauchen Regencape. Vielleicht hätte es ein Dach kaufen sollen. Ja, ein Traktor mit Dach, der bringt auf jeden Fall Punkte für sie. Sag ich dir, du. Der Tiger hat mir nicht geantwortet, ob er die Deutschmutz draufgehauen hat. Natürlich hat er geantwortet. Hat er? Du hast geschrieben, dass die Deutschmutz damit drauf sollen, da hat er geschrieben, okay. Du hast mir nicht gesagt, wann. Ja. Ach du, hatte Tatsache. Bin gespannt, wie die Map ist. Ich glaube, die Map ist richtig gut. Euler doch hier nicht. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie viel. Na. Erzähl ruhig. Wie viele Folgen willst du machen? Weiß nicht. Mehr als zweimal nicht. Mehr als zwei Folgen?
Ja, in der Woche. Alles klar. Am besten würden wir die raushauen am Montag und am Mittwoch. Ja. Kannst du machen. Gut. So. Hast du wieder mal vor, Mudrunner zu spielen? Könnte man mal wieder eine Aufnahmesession machen, ja. Aber ich überlege wann. Es kommt doch sehr verhalten bei den Leuten an, oder? Tom. Ja, es ist halt immer wieder was sehr Spezielles. Ja, aber es bin teilweise kann man gut an. Es ist irgendwie. Ich glaube, die Leute. Wie sagt man das am dümmsten? Ich werde nicht sagen, die fühlen sich verarscht, weil das ist ja blöd. Aber es ist halt eben. Ja, es ist ja dasselbe Game wieder, ne? Ja, und eigentlich bloß die grafisch-optischen Anpassungen. Wenn du das Spin da aus Plus gespielt hast, hast du dann am Ende schon mehr Funktionen drin. Ja. Das ist halt das, weißt du? Das fanden die Leute nicht so cool. Ich habe jetzt noch im Anhänger ein bisschen Stroh. Wo soll denn das hin? Entweder ein Schnellsilierer oder ein Komposter. Und wenn du eh zum Hof fahren wolltest, kannst du zum Schnellsilierer fahren. Lädt der auch automatisch ab? Ja. Ja, da wird es auf alle Fälle angenommen. Wo liegen Strohballen? So, da können wir aber jetzt theoretisch. Siehst du jetzt, weiß ich, was die ganze Zeit gefehlt hat, Radio. Mal die Zeit auf 15 nehmen, oder? Wäre das, stört das? Nee, weil da der Spritnaht irgendwie abhaut. Auf 5? Ja. Irgendwann müssen wir einfach vorspülen, oder? Ja, nach außerhalb der Session, nach der Aufnahme. Scheiße, jetzt habe ich so einen blöden Poller-Volley genommen. So. Tom, warst du auf der Agritechnica? Nee, ne? Nee. Warum nicht? Private Sachen, weißt du doch. Ach so, ja, doofe Frage. Jetzt? Ich kann mich nicht bewegen. Oh oh. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Oh oh. Oh jetzt. Das war mal ein Leck! Da sind bestimmt die Ballen mal eben verschwunden. Ich habe eine andere Vermutung. Ich weiß nicht, ob der Season Mod uns spulen. Ja, eigentlich macht das Spulen dem Season Mod nichts aus. Außer wenn du machst 120.000-fach, dann springt er aus der Bahn. Also dieses ganz schnell spulen meinst du? Ja, dieses Fast Forward, das mag der gar nicht. Das macht er gar nicht? Nee, dann geht der Seasons Mod durcheinander. Okay, das heißt, im Herbst schneit's. Nee, im Sommer schneit's. Nee, das nicht ungefähr. Aber es wird abgeraten von den Realismus-Modding, die den hier gemacht haben. Okay. Okay. So. Wann kriege ich endlich mein Fendt 800? Gar nicht. Ey, was laberst du? Da verkaufe ich jetzt den Scheiß-Deutz. Okay. Warum? Du kriegst ja einen Kack-Deutz und ich krieg seit Ewigkeit mein Fendt 800 nicht. Warum? Ja, weil das halt mal so jetzt ist. So ein eingebildeter Futzke. Futzki. Fatzke, wollte ich eigentlich sagen. Jetzt habe ich das richtige Wort. Na, die ersten Löcher in den Spaden kommen schon auch durch. So, jetzt wollen wir noch mal schauen, ob wir die Ballen hier automatisch. Nee, die muss ich hier abkippen, ne? Hey, eigentlich müsstest du nur durch den Trigger fahren. Nee, stimmt. Er nimmt sie. Ja. Oder sie sind jetzt verschwunden. Schon. Das kann natürlich auch sein. Durch den Regen. Aber nee, ich glaube noch nicht. So, der Ursus ist ein sehr schöner Traktor, der gefällt mir ganz gut. Oh. Der ist viel hübscher als der Fendt. Na, das würde ich jetzt nicht so stehen lassen.
aufpassen, Mike. Musst du aufpassen. Ich möchte endlich diesen Fendt haben. Ich will auch nur den Fendt haben, weil die Mehrheit auf Fendt steht, damit er die Sympathie der Fendt-Fahrer auch sichert. Die was für eine? Aber ja, wisst ihr was? Nur weil sie immer sagen, Fendt führt, ne? Ja, es gibt nur eine wahre Traktormarke und das ist Deutz. Darf sich nicht runtermachen lassen von den Jungs, Mike. Du musst auf das beharren, auf was du ich magst. Ich hätte ja lieber mein IAC wieder. Oh ja. Muss ich ehrlich sagen, IHC gefällt mir auch extrem gut. Aber gibt es ja auch gute Mods mittlerweile? Oh ja, einige. Ja, aber die sind alles die kleinen. Ich hätte gerne den 1455er aus dem LS15 wieder. Hä, der 1455er ist ja hier original drauf. Ja, aber der ist nicht so schön wie der aus dem 15. Echt? Ich hätte so viele Mods aus dem 15er gerne, aber irgendwie... Ja, was du willst, mach mal die Augen zu. Was siehst du? Gut, alles klar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs... Was für ein eingebildeter Fatzke. Was? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ne? Lasst das Däumchen da. Schaut bei den anderen vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.